Ich mache wahrscheinlich zwei Unboxings. Also ich werde einmal das kurze Unboxing ab jetzt für euch machen und einmal die längere Version mit meinem Quatschen werde ich euch zur Verfügung stellen. Könnt ihr euch dann aussuchen, was euch lieber ist. Wie gesagt, willkommen. Wir wollen die RTX 3080 von KFA2 auspacken. Hashtag Rudi hat Schuld. Der hat mir netterweise geholfen beim Aussuchen, beziehungsweise hat mir Bescheid gesagt, weil er das ja immer mal wieder überwacht und guckt, wo was im Angebot ist. Und er hat gesagt, greif zu. Wenn du das hast, greif zu. Wir wissen nicht, wo es hingeht. So. Einleitung für das kurze Video. Die, die das lange Video sehen, haben zwei Einleitungen gehabt. Wir werden jetzt in die von oben Sicht wechseln und erstmal auspacken, gucken, was da alles drin ist. So, und willkommen in der Unboxing-Ansicht. Ich habe mal mein Stativ etwas höher gemacht, weil der Karton ja wirklich schon etwas groß ist. Ja, wie gesagt, wir haben die, also von KFA2, das ist der Hersteller, die GeForce RTX 3080 SG mit 10 GB HDMI DisplayPort. Drei Lüfter sind drin. Moment. So, da kann ich auch was sehen. 92 mm Fan sind das. Also 3x 92 mm Lüfter. Wobei wir sagen müssen, hier. Weil wir haben hier noch einen Clip-Booster mit bei. Den können wir ranklippen an die Grafikkarte oben, um halt noch eine bessere Lüftung der Grafikkarte zu gewährleisten, würde ich sagen. SG. Och, Rudi hat mir das erklärt. Die gibt es halt mit SG und ohne SG. SG ist, glaube ich, für übertakten? Nee, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Reiche ich nach. Schreibe ich in die Beschreibung. Was ich noch gelesen habe oder gesehen habe bei YouTube, werde ich euch auch verlinken. Man kann, die ist begrenzt, irgendwie, also die neuen Karten, man kann das BIOS bei der wohl flashen und kann die dann ein Stück schneller machen. Aber davon habe ich keine Ahnung. Und da stecke ich auch nicht drin in der neuen Materie. Ich da was mache, frage ich Rudi und lass mir das vernünftig erklären, ob es Sinn macht oder nicht. So. Hier haben wir dann den Karton. Ein schöner schwarzer Karton mit hier so ein bisschen Klavierlack, wie man so schön sagt, wenn es so spiegelt. GeForce RTX. Ui. Wir haben so ja eine Halterung gleich mit bei. Geilo. Oh, die sieht geil aus. What's your game? Also die gefällt mir. Was hat die für einen Anschluss? Die hat auch einen Vierpoligen. Und der ist gleich schon mit bei. Für Umme. Sieht auch schön dick aus. Wird dann an der Seite, habe ich hier beim Grafikkartenslot rangeklebt. Und dann liegt die Grafikkarte hier auf. Werden wir mal testen. Ja, da muss ich mal gucken, wie das ist denn mit meiner. Mit meiner Halterung, die ich ja extra gekauft habe. Na gut, vielleicht schicke ich sie doch zurück. Oder ich behalte die und die. Baue ich nicht an. Vielleicht baue ich Bäder. Wenn nicht, mal gucken. Vielleicht Bäder anbauen. Macht mehr Bling Bling. Umso mehr FPS. Umso mehr RGB. Umso mehr FPS, wie man so schön sagt. So. Und dann haben wir hier Setup Guide Easy Step. So. Ich habe mir auch schon die Software runtergeladen. So, wir sollen den PC ausmachen. Klar.
Dann sollen wir ihn öffnen. Die alte Grafikkarte raus. Die neue Grafikkarte rein. Achso, ja, den Strom verbinden. PCI Express. Vor 6-Pin and 8-Pin. Connected 6-Pin and 8-Pin Express AUX Power. Dann wieder zumachen. Unsere Monitore anschließen. Hier sind natürlich jetzt auch noch VGA mit abgebildet, was wir ja nicht haben. Wir haben dreimal DisplayPort und einmal HDMI. PC wieder anmachen. GeForce, Com, Drives, Download. Ja, da sollen wir die Software dann runterladen. Die habe ich ja schon drauf. Aber halt von meiner 3060, die muss ich ja dann, 1060, die muss ich ja dann erstmal deinstallieren. Ja. Oder mal Rudi fragen, ob ich die drauf lassen kann. So, dann haben wir hier. Das ist für den Ersatzlüfter. Also nicht Ersatz, Entschuldigung, Zusatzlüfter. Den können wir dann oben raufklicken, das werde ich euch dann auch noch zeigen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Der soll wohl... Nee, der leuchtet nicht. Oder leuchtet der vielleicht sogar auch? Weiß ich nicht. Werden wir testen. Hier haben wir dann die RGB-Steuerung. Ach so. Ach so. Vier Pin 12 RGB Connect. Das ist aber nicht für den Zusatzlüfter, oder? Ich glaube. Ja, hier ist er. Ja. Ja. Okay. Gut. Die Grafikkarte hat RGB. Im Gegensatz zu anderen Grafikkarten wird das RGB aber nicht über den normalen PCI Express mitgesteuert, sondern wir haben einen separaten Kabel dafür. Auch wie die Grafikkartenhalterung 24, steht, also wenn ich das jetzt richtig mit meinem gebrochenen Englisch, was ich kann, übersetzt habe, auch ein 24 Volt 4 Polien. So, hier ist dann der Zusatzlüfter. Und hier ist halt der Kabel, damit der halt Power kriegt und vielleicht sogar beleuchtet ist, weil der ist durchsichtig. Also ich könnte mir vorstellen, dass der beleuchtet ist. Das werden wir dann im Hardware-Video anbauen, weil ich glaube, es macht Sinn, wenn ich den mir erstmal anbaue. Nicht nur alleine, um zu testen und zu gucken. Nee, um die Grafikkarte auch kühl zu halten. Weil wenn ich die benutze, so, machen wir erstmal so rein. Wenn ich dann halt viele Videos render oder so und da mal den ganzen Tag dran bin, ich glaube, es könnte von Vorteil sein, wenn sie noch zusätzlich ein bisschen mehr besser gekühlt wird, denke ich mal. So, hier haben wir dann Schraubentüten. Hier haben wir dann nochmal ein RGB-Kabel. Der ist jetzt für die Grafikkarte direkt. Hier so ein kleiner Anschluss. Und dann halt hier, ja, wie ihr seht, 4-Pin-Anschluss mit 24 Volt. Und hier haben wir dann, ach, hier ist noch Zusatz drin für die Halterung, denke ich mal. Und Schrauben für das Zusatzstück und für die Halterung halt an sich. Da müsste ich dann mal gucken. Ob das irgendwo vielleicht auch erklärt ist, wie die Halterung am besten montiere. Ich habe so Schiss, da was verkehrt zu machen, ehrlich gesagt. Naja.
jetzt kommen wir zum Herzstück. Ist denn noch was da drunter versteckt? Irgendwie noch eine Anleitung oder sowas? Leider nein. Ach du Scheiße. Das ist ja ein Monster. Uaha. Die ist viel größer als meine, die jetzt drin ist. Und dicker. Meine ist jetzt eine 2,5 Port. Also nimmt 2,5 Ports weg. Die nimmt ja jetzt 3 Ports weg. Uiuiuiuiui. Also die ist schon ganz schön groß.